Und in Kiew beobachtet unser Korrespondent Bernhard Lichte für uns die Lage. Herr Lichte, der Antrag ist gescheitert. Woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, dass die Opposition einfach nicht genug Stimmen hat. Sie verfügt insgesamt über 170 Mandate, die drei Parteien, die sich zusammengeschlossen haben, von insgesamt 450. Sie hat allerdings einen Achtungserfolg erzielt, denn gegen den Ministerpräsidenten haben 186 Parlamentarier gestimmt. Es ist also durchaus gelungen, den monolithisch scheinenden Block der Regierungsparteien aufzubrechen. Jetzt ist die Sache natürlich noch nicht vorbei, wenn Sie mir diese Formulierung mal erlauben. Es war sozusagen die parlamentarische Variante der Proteste. Hier hinter mir geht es weiter. Die drei Oppositionsvertreter, angefangen mit Vitali Klitschko, haben hier der Reihe nach geredet oder sind noch dabei. Und jetzt gibt es zwei neue Forderungen. Forderung 1, jetzt muss der Präsident handeln und per Dekret die Regierung absetzen, die natürlich immer noch dafür verantwortlich gemacht wird, dass hier gewaltsam die Demonstrationen aufgelöst wurden, dass der Platz hinter mir geräumt wurde mit sehr vielen Verletzten, was natürlich die Stimmung nicht unbedingt zugunsten der Regierung angeheizt hat. Und die Forderung 2 ist, es gibt unmittelbar Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen, und zwar sowohl für das Parlament wie auch für den Präsidentenposten. Und damit stünde auch Viktor Janukowitsch wieder zur Disposition. Die Fronten sind verhärtet. Sie haben es gesagt, jetzt wird der Ruf nach Hilfe von außen auch schon laut. Der Generalsekretär des Europarates Jagland hat jetzt angekündigt, zwischen den Konfliktparteien vermitteln zu wollen. Er will es zumindest versuchen. Was meinen Sie, kann das gelingen? Also wenn Vermittlung bedeuten sollte, dass sich beide Parteien wieder auf den Stand zurückziehen, den es mal gegeben hat, Opposition auf der einen, handelnde Regierung auf der anderen, dann halte ich das für ziemlich aussichtslos. So ein Kompromiss ist nach Lage der Dinge nicht mehr denkbar. Die Opposition wird weitermachen und der Zulauf der Bevölkerung ist ja riesengroß. Sie haben es in dem Beitrag gesehen. Aus dem ganzen Land reisen die Leute nach Kiew. Andere Städte, Lemberg zum Beispiel, sind fast komplett in der Hand der Opposition. Und da ist zwar diese imaginäre Linie zwischen dem russophilen Teil der Ukraine und dem westlich orientierten Teil, aber selbst im russophilen Teil will man mit Janukowitsch auf Dauer eher nicht mehr zusammenarbeiten, noch dazu, wo er jetzt doch den Schulterschluss mit Putin sucht. Wir sehen und hören es ja auch hinter Ihnen, tausende Menschen auf den Straßen. Die Szenen, die wir dort sehen, erinnern ja schon sehr an die Orangene Revolution von 2004. Kann man diese Proteste mit der damaligen Situation vergleichen? Ja, das kann man durchaus. Auch damals ging es ja in erster Linie darum, ein korruptes Regime aus dem Amt zu fegen, was ja letztendlich auch erfolgreich war, dass die Nachfolgetruppe unter Führung von Julia Timoschenko, die ja nun auch alles andere, auch wenn sie als Oppositionsikone immer gehandelt wird, aber alles andere als ein Unschuldsengel ist, dass die es nicht besser gemacht haben, verärgert die Leute zusehends und hat sie auch über lange Jahre in die Resignation getrieben. Und nur deswegen konnte ja Janukowitsch dann sogar in Wahlen wieder gewinnen. Inwieweit die gefälscht waren, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber mittlerweile ist das Fass zum Überlaufen voll und da wird keine Debatte dahin führen, dass man sagt, wir machen einfach mal so weiter. Das Land ist wirtschaftlich am Boden. Es werden jeden Tag neue astronomische Summen genannt. Die fehlen allein für Gasrechnungen und sonstige Schulden müssen im nächsten Jahr 17 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Und wenn man andere Verbindlichkeiten dazu rechnet, dann sind wir ganz schnell bei 60 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite sehen die Leute sehr wohl, dass die herrschende Klasse sich die eigenen Taschen füllt und die Konten von Janukowitsch und Konsorten überlaufen sozusagen bei der wirtschaftlich schlechten Lage. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Opposition hier eher aufgibt, als bis es tatsächlich einen Regimewechsel gegeben hat. Vielen Dank, Bernhard Lichte, für Ihre Einschätzung nach Kiew.